dass die Lenk- und Ruhezeiten vor allen Dingen das Ziel haben, den Straßenverkehr sicherer zu gestalten, habe ich ja bereits im Video über die Lenk- und Ruhezeiten erläutert. Worüber wir jedoch noch nicht gesprochen haben, ist, was einen denn erwartet, wenn man die Lenk- und Ruhezeiten nicht einhält und anschließend auch noch kontrolliert wird. Wie hoch sind eigentlich die Strafen bzw. Bußgelder? Muss das Unternehmen diese bezahlen oder nur der Fahrer? Das alles klären wir in diesem Video. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich erstelle euch unten in der Timeline übrigens Markierungen, damit ihr direkt zu dem Bußgeld springen könnt, was euch interessiert. Nichtsdestotrotz empfehle ich euch jedoch die vorherigen Erklärungen auch anzuschauen, die sind nämlich relativ wichtig. So, nach dem Intro geht's jetzt auch los. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem YouTube-Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst und heute schauen wir uns mal gemeinsam an, was eigentlich passieren kann, wenn man gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstößt. Lasst uns zum Einstieg aber mal klären, wer überhaupt die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert. In Deutschland obliegt die Kontrolle der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten grundsätzlich dem Bundesamt für Güterverkehr und der Polizei. Diese kontrollieren meist stichprobenartig Lkw-Fahrer. Dabei wird die Fahrerkarte und der Massenspeicher des Fahrzeugs ausgelesen. Mittels einer Software können sowohl Polizeibeamten als auch die Mitarbeiter des Bundesamts für Güterverkehr sehr zügig etwaige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten feststellen und auch ahnden. Doch ab wann werden Verstöße eigentlich geahndet? Und wer muss das Bußgeld eigentlich bezahlen? Ich habe mir für euch die 57 Seiten des Bußgeldkatalogs fürs Fahrpersonalrecht mal am Wochenende angeschaut und fasse hier mal im Groben die wichtigsten Verstöße zusammen. Vielleicht kurz zur Info vorab, der Bußgeldkatalog für das Fahrpersonalrecht weist für alle Verstöße Regelsätze, also Regelbußgelder aus. Regelsätze bedeutet in dem Zusammenhang, dass die aufgeführten Bußgelder in der Regel heranzuziehen sind. Da diese jedoch nicht bindend sind, kann der Betrag, den ein Kontrolleur verhängt, nach oben oder nach unten abweichen. Ein Bußgeld könnte beispielsweise höher als der Regelsatz ausfallen, weil es innerhalb der letzten 2 Jahre bereits ein Bußgeldverfahren gegen einen Fahrer gab. Einen solchen Fall nennt der Bußgeldkatalog nämlich für eine Erhöhung des Bußgeldes. Eine Ermäßigung hingegen kommt zum Beispiel in Betracht, wenn der Lkw-Fahrer Einsicht zeigt und Wiederholungen des Verhaltens nicht zu befürchten sind. Ein weiterer Punkt für die Ermäßigung des Verwarnungs- oder Bußgeldes ist die finanzielle Situation des Betroffenen. Wenn diese, und ich zitiere, außergewöhnlich schlecht ist, dann kommt unter Umständen eine Ermäßigung des Regelsatzes in Frage. Bei einem Verstoß wird es also sicherlich nicht schaden, wenn man die Verstöße sofort zugibt und einsichtig ist. Bei wem es die Wahrheit entspricht, der kann auch gerne auf seine schlechte finanzielle Situation aufmerksam machen. Schaden kann das jedenfalls nicht. Soweit so gut. Der Bußgeldkatalog geht übrigens bei der Nennung der Regelsätze immer von einem vorsätzlichen Verhalten aus. Er unterstellt also damit immer, dass der Betroffene sich seiner Tat bewusst war und willentlich vorgegangen ist. Nichtsdestotrotz steht im Bußgeldkatalog jedoch auch, dass zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden werden muss. Da der Bußgeldkatalog jedoch grundsätzlich von Vorsatz ausgeht, tue ich das in den Regelsätzen in diesem Video auch. Laut dem Bußgeldkatalog werden fahrlässige Taten in etwa mit der Hälfte der nachfolgenden Regelsätze geahndet. Auf diese Tatsache lassen zumindest die Beispiele im Bußgeldkatalog schließen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ein Kontrolleur erkennen kann, ob ein Fahrer vorsätzlich oder fahrlässig zum Beispiel die Lenkzeit überzogen hat. Ich habe dazu extra mit dem BAG telefoniert. Obwohl ich einen recht netten und informationsfreudigen Herrn am Telefon hatte, war ich nach 27 Minuten leider nicht wirklich schlauer. Er nannte mir nämlich im Prinzip nur 2 Beispiele. Von Vorsatz ist sicherlich auszugehen, wenn ein Fahrer die Lenkzeit um satte 2 Stunden überschreitet. Der Fahrer muss gewusst haben, dass dies nicht zulässig ist und hat es trotzdem getan. Anders sieht es jedoch bei einer 10-minütigen Überziehung aus. Der Fahrer könnte hier sicherlich glaubhaft machen, dass er nicht auf die Zeit geachtet hätte und als er merkte, dass die Lenkzeit überschritten ist, hat er sich gleich den nächsten Parkplatz gesucht. Ebenfalls unter Fahrlässigkeit würde wohl eine kurze Überschreitung der Lenkzeit fallen, wenn der Lkw-Fahrer auf der Parkplatzsuche war und aufgrund der schlechten Parkplatzsituation die Lenkzeit etwas überziehen musste. Der nette BRG-Beamte führte das als ein klassisches fahrlässiges Verhalten an.
Wenn euch übrigens ein Bußgeld mal unverhältnismäßig hoch vorkommt, kann man übrigens im Zweifelsfall auch dagegen angehen. Es kann nämlich passieren, dass die Bußgelder einfach zu hoch angesetzt werden, beispielsweise weil von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird, man aber fahrlässiges Handeln nachweisen kann. In einem solchen Fall hätte man das Bußgeld zumeist bereits halbiert oder aber man weist nach, dass man bereits Schulden und damit eine schlechte finanzielle Situation hat. In einigen Fällen dürfte sich das sicherlich lohnen. Jetzt hast du aber genug gequatscht. Lass uns mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Wie ich diesen Satz mittlerweile echt nicht mehr hören kann. Wenn ich jedes Mal nur 1 Euro bekommen hätte, für jedes Mal, wo ich diesen Satz in 2020 gehört habe. Ach komm, egal. Eins muss ich trotzdem zur Vollständigkeit hier noch loswerden, bevor es losgeht. Der Bußgeldkatalog unterscheidet bei den Bußgeldern zwischen der EU-Verordnung 561/2006, also den in Europa geltenden Lenk- und Ruhezeiten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und unserer deutschen Fahrpersonalverordnung, die ja bereits ab 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gilt. Bei den Lenk- und Ruhezeiten werde ich jedoch der Einfachheit halber nur die Regelsätze in diesem Video nennen, die bei Verstößen gegen die EU-Verordnung gelten. Ich kann jedoch auch direkt dabei sagen, dass sich diese in den allermeisten Fällen nur geringfügig unterscheiden. Trotzdem wollte ich das zur Vollständigkeit noch erwähnen. Das bedeutet also, dass alle in diesem Video aufgeführten Bußgelder für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gelten. Du bist ja immer noch am Quatschen. Guck mal auf den Tacho, die Leute wollen jetzt wissen, wie viel sie bezahlen müssen, wenn sie die Lenkzeit überziehen. Ja, auf geht's. Starten wir mit den Verstößen bei Überschreitung der zulässigen täglichen Lenkzeit von 9 Stunden. Das passiert logischerweise dann, wenn salopp gesagt beide 10er Lenkzeiten bereits verbraucht sind. Bei Überschreiten dieser Lenkzeit um bis zu 60 Minuten nennt der Bußgeldkatalog einen Regelsatz von 30 Euro für Lkw-Fahrer und kein Bußgeld zunächst für den Unternehmer. Bei Überschreitung von mehr als einer Stunde bis zu 2 Stunden werden jetzt schon 30 Euro für jede angefangene halbe Stunde für den Fahrer und 90 Euro für jede angefangene halbe Stunde für den Unternehmer fällig. Bei Überschreiten von mehr als 2 Stunden täglicher Lenkzeit je angefangene halbe Stunde 60 Euro für den Fahrer und 180 Euro für den Unternehmer. Und bevor ihr fragt, ja klar, machen wir jetzt dazu auch ein Beispiel. Nehmen wir mal an, der Lkw-Fahrer überzieht seine tägliche Lenkzeit um 3 Stunden und 5 Minuten. Eine Überziehung von 3 Stunden und 5 Minuten bedeutet in dem Fall, dass für jede angefangene halbe Stunde, die Lenkzeit überzogen wurde, nun mit 60 Euro für den Fahrer zu Buche schlagen und 180 Euro für den Unternehmer. Da 3 volle Stunden 6 halbe Stunden sind, haben wir die schon mal sicher. Die zusätzlichen 5 Minuten zählen jedoch jetzt auch als eine halbe Stunde, denn es heißt ja je angefangene halbe Stunde. Das bedeutet, der Fahrer erhält jetzt ein, ich nenne es mal Regelbußgeld, von 7 mal 60 Euro, also satte 420 Euro. Der Unternehmer wird ebenfalls zur Kasse gebeten, er zahlt jedoch gleich 180 Euro je angefangene halbe Stunde, also 7 mal 180, was 1260 Euro entspricht. Das bedeutet, die 30 Euro für die erste Stunde werden also nur herangezogen, wenn die Lenkzeit auch um bis zu maximal einer Stunde überzogen wurde. Laut dem Bußgeldkatalog macht es also keinen Unterschied, ob die Lenkzeit um eine Minute oder um 60 Minuten überzogen wurde. Die meisten Kontrollbeamten hingegen werden euch vermutlich einfach eine gute Fahrt wünschen, wenn ihr die Lenkzeit mal um ein paar Minuten überzogen habt. Auf der anderen Seite werden sie vermutlich die 30 Euro von euch haben wollen, wenn ihr die Lenkzeit beispielsweise um eine halbe Stunde überzieht. Aber nochmal, das kommt ganz auf den Beamten an. Wichtig ist nur, dass man versteht, dass laut dem Bußgeldkatalog die 30 Euro für die erste Stunde direkt vom Tisch sind, wenn die Überschreitung mehr als eine Stunde dauert. Anstatt der 30 Euro für die erste Stunde zahlt der Fahrer nämlich jetzt 30 Euro je angefangene halbe Stunde. Bei einer Überschreitung von beispielsweise 61 Minuten sind das somit 3 mal 30, also direkt 90 Euro. Aber was ist eigentlich, wenn die tägliche Lenkzeit von 10 Stunden nicht eingehalten wird? Nun, kommt es zu einer Überschreitung von bis zu 30 Minuten, dann wird ein Verwarnungsgeld von 30 Euro fällig. Das Unternehmen muss hier zunächst nichts bezahlen. Wird die zulässige tägliche Lenkzeit von 10 Stunden um mehr als 30 Minuten bis zu 120 Minuten überzogen, dann werden 30 Euro je angefangene halbe Stunde fällig.
Also beispielsweise 120 Euro bei einer Überziehung von 95 Minuten, da 4 mal 30 Euro 120 Euro ergibt. Der Unternehmer muss mit 90 Euro je angefangene halbe Stunde rechnen. Wenn die 10er Lenkzeit um mehr als 2 Stunden überzogen wird, wird's richtig teuer. Je angefangene halbe Stunde kostet das Ganze dann 60 Euro und 180 Euro für den Unternehmer. Wird die 10er Lenkzeit also beispielsweise um 3 Stunden und 10 Minuten überschritten, kostet das den Fahrer 420 Euro und den Unternehmer wieder 1260 Euro. Kommen wir nun zu der wöchentlichen Lenkzeit, welche ja maximal 56 Stunden beträgt. Wird diese um bis zu 2 Stunden überzogen, gibt es einen Regelsatz in Höhe von 30 Euro für den Fahrer und zunächst nichts für den Unternehmer. Zwischen 2 und 9 Stunden überzogener wöchentlicher Lenkzeit gibt es 30 Euro je angefangene Stunde für den Fahrer und 90 Euro je angefangene Stunde für den Unternehmer. Bei mehr als 9 Stunden muss der Fahrer 60 Euro je angefangene überzogene Stunde bezahlen und der Unternehmer wieder den dreifachen Betrag, nämlich 180 Euro. Wenn die maximale zulässige Lenkzeit von 90 Stunden in einer Doppelwoche nicht eingehalten wird, ist das Schema hier sehr ähnlich. Bei einer Überziehung bis zu 2 Stunden sind es wieder 30 Euro für den Fahrer und erstmal nichts für den Unternehmer. Bei einer Überziehung zwischen 2 und 15 Stunden kostet das Ganze 30 Euro je angefangene Stunde für den Fahrer und 90 Euro für den Unternehmer. Und bei mehr als 15 Stunden nennt der Bußgeldkatalog Regelsätze je angefangene Stunde von 60 Euro für den Fahrer und wieder 180 Euro für den Unternehmer. Wer nicht rechtzeitig seine Fahrtunterbrechung einlegt, nämlich spätestens nach 4,5 Stunden Lenkzeit, der zahlt ein Verwarnungsgeld von 30 Euro, wenn die Lenkzeit um bis zu 60 Minuten überschritten wurde. Wer jedoch länger als 5,5 Stunden am Stück fährt, ohne eine Lenkzeitunterbrechung einzulegen, der muss mit einem zusätzlichen Bußgeld von 30 Euro je angefangene weitere halbe Stunde rechnen und das Unternehmen wieder den dreifachen Betrag, nämlich 90 Euro je angefangene weitere halbe Stunde. Kommen wir mal zu der eigentlichen Lenkzeitunterbrechung. Wer diese nämlich um bis zu 15 Minuten unterschreitet, der zahlt ein Verwarnungsgeld von 30 Euro und das Unternehmen hier auch mal direkt 90 Euro. Wird die Lenkzeitunterbrechung um mehr als 15 Minuten unterschritten, nennt der Bußgeldkatalog einen Regelsatz von 60 Euro je angefangene weitere Viertelstunde für den Fahrer und 180 Euro je angefangene weitere Viertelstunde für den Unternehmer. Weiter geht's mit der Unterschreitung der täglichen Ruhezeit. Wird diese um bis zu einer Stunde unterschritten, kommt wieder das Verwarnungsgeld von 30 Euro für den Fahrer zum Tragen. Der Unternehmer braucht hier wieder nichts zu befürchten. Wurde die tägliche Ruhezeit zwischen 1 und 3 Stunden unterschritten, kostet das den Fahrer 30 Euro je angefangene Stunde und den Unternehmer wie immer das Dreifache, nämlich 90 Euro. Wurde die tägliche Ruhezeit um mehr als 3 Stunden unterschritten, wird der Fahrer mit 60 Euro und der Unternehmer mit 180 Euro je angefangene Stunde zur Kasse gebeten. So, liebe Logistiker, mit Blick auf die Uhr müssen wir hier heute leider einen Cut machen. Ich weiß, ich habe zu Beginn viel über den Bußgeldkatalog im Allgemeinen geredet, aber ich persönlich wollte das Grundwissen hier nicht einfach unterschlagen. Ich werde das Video hier also leider in 2 Teilen veröffentlichen müssen, da es bereits lang genug ist und meine Frau das Ganze ja noch animieren muss. Ich möchte wegen dem Logistikkanal wirklich keinen Ehestreit verursachen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. In der nächsten Woche kommt also Teil 2 des Videos und darin sprechen wir dann über weitere Bußgelder. Wie zum Beispiel, was es kostet, wenn man vergisst, die Fahrerkarte zu stecken oder wenn man mit der Fahrerkarte vom Kollegen fährt. Ich kann schon mal vorab sagen, das ist keine gute Idee. Wir sprechen jedoch auch noch darüber, wie lange die Daten eigentlich auf der Fahrerkarte gespeichert werden und wie lange ein Verstoß überhaupt vom BAG oder der Polizei geahndet werden darf. Wenn ihr das Video nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne jetzt den Logistikkanal und aktiviert die Glocke. Ihr erhaltet dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn das Video nächste Woche Dienstag um 18 Uhr hochgeladen wird. Wenn du dir das Video in der Zukunft anschaust, dann hast du natürlich Glück gehabt. Den zweiten Teil des Videos gibt es dann direkt im Abspann. Du brauchst also nicht zu warten. Abonnieren darfst du natürlich trotzdem gerne. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, wie das bei euch ist. Haltet ihr euch immer an die Lenk- und Ruhezeiten? Wird manchmal von euch verlangt, diese zu überziehen? Wie ist das mit Kontrollen? Wurdet ihr bereits vom BAG oder der Polizei kontrolliert? Habt ihr die Regelsätze bezahlen müssen oder wurdet ihr nur verwarnt? Schreibt mir gerne dazu mal eure Erfahrungen in den Kommentaren.
Ich freue mich wie immer darauf und wenn ihr mögt, könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.